Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu The Lone Wolf Project. Ja, wir müssen anfangen zu gerbern. Das heißt, wir brauchen hier den Gerbergesellen. Ob der hier bei Grundsteinen mit dabei ist, da gucken wir mal. Metallerzeugnisse? Ne, das sieht man nicht so aus, als wäre hier der Gerberkumpel mit dabei. Wohl Präparator? Ne. Beim Überleben könnte er dabei sein. Ich habe doch schon Gerber. Gerberei für die Ledergewinnung und zum Häuten. Dann müssen wir jetzt hier eine Gerberei bauen. Jetzt brauchen wir dafür 240 Steine, 160 Holz, Rinde und Zwirn. 24 Rinde. Das sind Fleischfetzen, die können wir auch raustun. 24 Rinde. Wir brauchen 38. Okay, das heißt, wir müssen noch ein bisschen Rinde farmen gehen. Stein haben wir genug. Und Holz, denke ich mal, auch genug. So. Hier geht das vorwärts. Wie geht es bei dir hier vorwärts? Ja. Dauert alles ein bisschen. Klar könnte ich sagen, wir setzen den Futtermultiplikator nach unten. Aber nein, möchte ich gerne nicht. Ich habe schon mal 4 Rinde gebracht. Kriege ich hier mit mir Runde? Kriege ich auch nicht. Nix für mich, nix für mich. Oh, was hat der denn dabei gehabt? Das schauen wir uns gleich mal an. Aua! Kommst du her? Ja, tschüss, ne? Honig? Hat die echt Honig dabei gehabt? In welchen Kreisen verkehrt diese Frau, dass sie Honig besitzt? Ne, eine Sprengdüse. Noch ein Kopf. Ach, das Ding wollte ich hier gucken. Eine Eisenverstärkung, was meinst du? Ich weiß, sagt prinzipiell der Name. Damit verstärke ich irgendetwas mit Eisen. Und so wie es aussieht, könnte es ein Hammerkopf gewesen sein. Ich gehe jetzt einfach hier durch, bis das Inventar so ziemlich voll ist. Dann sollten wir genug Rinde haben. Dann können wir uns den Gerber bauen. Wenn wir uns den Gerber gebaut haben, können wir uns den Sattler bauen. So, 21 Rinde, das soll jetzt... Erstmal genügen. So, ziehen wir uns mal schnell eine Raupe rein. Nom nom. So, und dann habe ich für den Kumpel hier gleich wieder lecker Menschenfleisch. Wildfleisch. Das behalten wir selber. So. Ein paar Pflanzenfasern können wir bei unserem Hengst reintun. Obwohl, der hat noch 58, das reicht erstmal. So. Holz und Stein. Jetzt können wir uns herstellen, den Gerber-Yogi. Rinde und Zwirn. Mehr Rinde. 8 Zwirn ist jetzt nicht viel. 12 Zwirn ist auch noch nicht viel. Fasernflechten. So, stellen wir her.
Müssen wir vielleicht doch noch ein bisschen Pflanzenfasern sammeln. So. Jetzt aber herstellen. So, dann kommen wir hier gleich wieder weg, weg, weg. Also. Achso, die Tierhaut hatte ich drüben liegen. Schmeiß mal hier mit rein. Upsi, dich natürlich nicht. So, gucken wir mal, ob wir das hier noch irgendwo aufstellen können. Bestimmt hier in der Ecke so. Doch relativ groß. Dann würde ich sagen, bauen wir das hier außen her. Weil das Gerben, das stinkt ja auch immer wie Hölle. So, dann schauen wir mal. Rinde. Na gut. Freunde, wir gehen Rinde farmen. Ich bin gerade am überlegen, ob wir vielleicht diesen dicken Baum da hinten benutzen sollen. Kann ich nicht irgendwas zum, ein Rindenmesser? Nee. Dann bekommen wir wenigstens jede Menge Holz. Mit der Axt bekomme ich das ja nicht, ne? Da bekomme ich Äste. Genau. Da bekomme ich Äste und mit dem Ding bekomme ich Rinde. Den Kumpel gleich noch reparieren. Aber wahrscheinlich kein Stein dafür da, ne? Stein erforderlich. Ah ne, du bist eine Fettraupe. So. Sollten wir vielleicht dann auch mal... Okay, so viel Eisen haben wir nicht mehr, dass ich jetzt Eisenwerkzeug herstellen kann, ne? Da müssen wir warten, bis unser gutes Fohlen zum Pferd geworden ist. Und bis dahin, da harren wir halt einfach noch so ein bisschen aus. Ich bin echt am Überlegen, wenn das Lone Wolf Project hier vorbei ist, ob ich das privat dann weiterspiele, diesen Spielstand, und dann einfach mal nach einer Zeit so eine Art Let's Show mache, weißt du? Und sag, hier, guck mal, ich habe jetzt in der ganzen Zeit, habe ich das und das hier zusammengebaut. Gibt es eigentlich Schneegebiete? Warte mal. Oh ja, gibt es. Da müssen wir dann natürlich auch gucken. Da denke ich mal, werden wir irgendwelche Pelze von irgendwelchen Tieren brauchen. Aber wir haben bis jetzt noch keinen Pelz gefunden. Immer nur Leder. Vielleicht gibt es ja dann Wölfe oder sowas, wo man dann Pelz herbekommt. Aber Kamel glaube ich eher nicht. Das ist ja eher Leder. Oder wenn wir von den Spinnen genügend Seide bekommen, dass man sich daraus Kleidung machen könnte, eventuell. So, jetzt haben wir schon mal einen ganzen Arm voll Rinde. Dann gerbern wir jetzt gleich mal ein bisschen. 40 Leder brauchen wir. So, jetzt habe ich 50 Rinde. Ich hoffe mal, dass... Nicht so. Und die ist auch schon wieder bei einem Eimer.
So, na, fast halb fertig. Na, der soll erstmal das hier alles auffuttern. So, das heißt, wir packen hier mal das rein und Rinde. So, dann brauchen wir noch ein bisschen. Haben wir hier halbieren, halbieren. 88 Leder. Und zacki. Upsi. Teer. Wie cool ist das denn? Aber ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Leder. Da kann man bestimmt so eine Art Teergrube dann machen. So, da kommen 47 Leder raus. Das soll genügen. In der Zwischenzeit legen wir mal unser Holz ab. Können wir einfach hier mit reinstopfen. Und gehen dann noch ein bisschen farmen. Hier Stein und sowas, damit wir unsere Basis dann dementsprechend vergrößern können. Oh, Eisen, sehr schön. So, und das hier rein. Kannst du kochen. Das Eisen hier rein. Was kostet so eine große Truhe? 15 Gefor... Boah, echt jetzt Eisenverstärkung. Kostet 2. Da brauche ich noch 4. 1, 2, 3, 4. So, dann haben wir das. Und dann brauchen wir noch das Holz. Haben wir da noch Holz drin? Wie viel brauche ich davon? 15 und ich kann bauen. 10, da brauchen wir noch ein bisschen Holz. So. Wir holen noch ein paar Steine klein. Haben ja immer die Hoffnung, dass ein bisschen Eisen dabei rumkommt. Und dann können wir uns zumindest mal ein Eisenwerkzeug noch bauen. Oder eine andere Waffe wäre natürlich auch noch. Weil der Speer, den der eine Typ dabei hatte, der war eigentlich recht angenehm anzusehen, wie er damit angreift. Kann man sich mal überlegen. Muss das richtig gut sein, das Spiel. Ich glaube, der Hans Klein zockt das ja irgendwie. Upsi, hallo, guten Tag. Mit 2 oder 3 Leuten, wenn ich das so richtig verstanden habe. Da kannst du dann natürlich einige schneller Ressourcen farmen und so, ne? Dann sammelt der eine Stein, der andere sammelt Pflanzenfasern, der andere kümmert sich um Basenbau. Da geht dann schon was vorwärts. So. Zack. Steine haben wir hier mit drinne. Leder, Zwirn. Das Eisen packen wir wieder hier mit rein. So, 5-mal Eisenverstärkung. Oh, wir brauchen noch einmal. Nicht genügend Holz. Gucken wir einfach mal hier mit rein. So, weil da haben wir jetzt dann eine schöne große Truhe, wo hoffentlich jede Menge reinpasst. Herstellen. Aber Manu, hierher. Schön, da packen wir jetzt erstmal so Materialien rein. Sowas, sowas. Hier können wir so Futter drin lassen. Was ist das? Silbermünzen.
Das kann da rein. Zimmerbräu ist Färbemittel. So. Steine, Rinde, Knochen weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Kohle, ja, die kann man auch mit drüber tun. Chitin, Kristalle, naja, packen wir erstmal das rein. Überlastet. So, warte mal, die Köpfe kann ich dann rüber tun. Hier kommt wirklich nur so Futter und so ein Zeug rein. Die Fettraupen kann man damit reinschmeißen. Nehmen wir erstmal alles. Fleisch. Die Knochen nehmen wir mit. Sprengdüse, Färbemittel. Feuerwasser packen wir auch mit rein. Ja, das. Und vielleicht die Holzschale. Hier kommen so Trophäen und sowas rein. Reißzähne, Wundsekret, Sprengdüsen, Dämonenblut, Chitin. Ach, und Färbemittel kann man hier auch reinschmeißen. Was bist du? Du bist ein Horn. So, und der Rest kommt dann da rein. So, so oder so ähnlich. Dann gehen wir jetzt noch ein bisschen farmen. Weit ist er? Oh, er ist fertig. Dann können wir uns gleich den Sattler bauen. So, das hier nochmal kurz repariert. So, den Sattler, den schmeiße ich dann auch irgendwo hier außen mit her. Was haben wir noch gebraucht? Sattler. 80 Holz und 8 mal Zwirn. Holz. Da ist noch ein bisschen Zwirn. Aber nicht genügend Zwirn, ne? Doch, haben wir. Herstellen. Sehr schön. Da muss ich jetzt aber auf jeden Fall Pflanzenfasern sammeln. Damit wir uns auf jeden Fall mehr Zwirn herstellen können. So, das packen wir direkt hier daneben. Boah, 45 Eisenbarren. Und was war's andere? 50 Leder. Eieieiei. Okay. Das heißt, Pflanzenfasern und Rinde. Nee, nicht Rinde. Tierleder. Na gut. Aloeblätter kann man auch mal mitnehmen. Schadet ja nichts. So, hatten Sie ja gerade davon, dass wir Leder brauchen. Nee, die sind so süß, die kann ich nicht angreifen. Wirklich nur im Notfall. Wenn man überlegt, wie endlos viele Pflanzenfasern ich am Anfang hatte, ne? Und dass ich jetzt Pflanzenfasern farmen muss.
So, ich denke, mit den Samen können wir auch was anpflanzen, aber ich kann noch kein Beet und nix. Naja, das kommt alles mit der Zeit. Kommt Zeit, kommt Bauplan. Mhm. So, Fettrauben haben wir, glaube ich, gesammelt. Jawohl, nehmen wir hier die Insekten. Die können wir uns ja schön. Nom, 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 nom. Damit die auch mal wegkommen. So, und aus der Ladung stellen wir dann komplett Zwirn her. Was war das? Ist da oben etwa was Größeres unterwegs? Ich glaube, du bist der Totenkopfkumpel, oder? Durchaus. Nicht mit dieser nicht mit dieser Rüstung, nicht mit dieser Waffe. Und vor allem nicht alleine. Ich glaube, er ist weg. Aus Aloe kann man, glaube ich, auch Pflanzen Zwirn machen, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. No closer. Oh, meine Ausdauer. So, was haben wir denn da schön? Oh, Rüstung. Wir müssen doch bald mal wieder ein Level up haben, oder? Gibt's doch nicht. So, jetzt aber zurück nach Hause und die Materialien verarbeitet. Wie läuft's bei dir? Sehr gut. Wie läuft's bei dir? Ausgezeichnet. Ich gebe dir mal so ein bisschen Aloe mit dazu. Ein paar Samen schmeiße ich mit rein. Ein paar Aloe-Samen. Kann sich ja selber bedienen, wie er gerade lustig ist. So, Rinde hatten wir nicht mehr, ne? Oh doch, sogar sehr viel. Dann kann der hier nochmal 16 Leder machen. So, und hier schmeißen wir das hier rein und machen 10, 20, 30 mal Zwirn. 30 sollten reichen. Oh, was war das denn? Ein mittelschwerer Harnisch. Kann ich den reparieren? Mehr Eisenbahner. Okay, da brauche ich Eisenbahn. Okay, das heißt, ich ziehe erst das Ding hier wieder an. Und den Harnisch, den lege ich erstmal hier rein. Den muss ich reparieren vorher. Was kommt da mit rein? Wo habe ich die Silbermünze hingepackt? Bienenkönigin, Knochen, Fleisch, Holz, Äste, ein Glügebräu. Glügebräu dann hier. Bienenkönigin kommen hier mit rein. So, 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 so. So viel leckeres Futter. Okay, wo habe ich meine Silbermünzen hin? Hier. So, Leder schmeißen wir auch hier mit rein. So. Weiter geht es. Wir müssen auf jeden Fall dann eine Eisentour machen. Das steht fest. Wir haben noch 14 Minuten. Dann würde ich sagen, nehmen wir die Beine in die Hand. Hier wissen wir ja, obwohl wir könnten hier den Strand nochmal ablaufen.
Das ist nicht so weit wie der Norden. Da haben wir ja auch einige Eisenvorkommen gefunden. Inklusive dem netten kleinen Hyänenbaby. Autschen! Sehr schön. Gerade hatten wir es noch davon. Stufe aufgestiegen. Das machen wir dann, wenn wir zu Hause sind. Okay, da lang. Sollen die sich mal miteinander verlustigen? Ich spring dann hier rüber. Ausdauer auftanken. Da vorne ist ein bisschen weiter drin, so. Dass mich keiner sieht. Ein Abräutemesser verwenden. Ein Dafri-Lager auskundschaften und eine Fackel einsetzen. Okay. Vielleicht sollte ich mich mal mit diesen Reisepunkten noch ein bisschen beschäftigen. Ja, grüß Gott. Vielleicht gibt das mehr Punkte, ich weiß es nicht. Wir werden uns zeitnah damit beschäftigen. Aber jetzt ist erstmal noch eine Eisentour dran. Wir sprinten mal einfach hier ab und zu mal ein bisschen. Hashtag Nieglück. Ich denke mal, wir werden noch das ein oder andere Krokodil unterwegs sehen. Oder den ein oder anderen Gegner im Allgemeinen. Hyänen gab es da ja auch ein paar, ne? So, wir sind fast da. Hier so müssten jetzt dann die einzelnen Eisenvorkommen kommen. I hope so. So. Krümmeln wir uns mal einen Steg rein. Na, was bist du denn? Pleite Geier. Wo ist er hin? Hier sind Hyänenbabys. Ei, seid ihr süß? Werde ich mir, glaube ich, ein paar von zulegen. Einfach so. Damit, wenn der Dicke dann kommt, dass ich den anschieße und dann gehen da hier, keine Ahnung, ein paar Hyänen auf ihn drauf. Und dann läuft das hoffentlich. Und das erste Eisen. So. Die Steine lassen wir natürlich hier. Und mal gucken, vielleicht lassen wir dann auch noch ein bisschen Fleisch liegen. Je nachdem, wie viel Eisen, das ich jetzt dann hier noch finde. Ne? Eisenpröppel.
So, wir brauchen 40 Eisen. Das heißt, wir brauchen eine rote Schildlaus. Okay. Wollte jetzt einfach nur mal draufhauen, um zu sehen, ob es da Kaktusfrüchte gibt. Das heißt, wir brauchen, glaube ich, 80 mal Eisenerz. 80 mal Eisenerz. Hier hinten waren, glaube ich, die Spinnen, wenn ich mich nicht täusche, ne? Kundschaften wir das Ganze mal aus. Kleine Rehkitze. Ach, hier ist, glaube ich, dieser komische, aggressive Bock mit dabei gewesen, ne? Der Typ hier mit den gedrehten Hörnern. Zur Not müssen wir uns wirklich in der nächsten Folge nochmal in den Norden aufmachen, was mir auch sehr leid tut, aber es hilft ja dann nichts. Könnte höchstens gucken, dass die Hyäne vielleicht bis dahin ausgewachsen ist. Na, glaube ich nicht. Das wird zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Pack mal dein Schwert aus, falls hier irgendwas passiert. Habt ihr schon wieder was gehört? Wer schmeißt hier mit diesen Steinen? So, dann komm her. Wenn deine Kumpels nicht dabei sind, dann gibt's hier richtig auf die Mütze gibt's hier. Wäre es noch nie gefallen? Autschen! Oh. Laufen, 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 laufen! Schnell regenerieren. Heidedauts! Das hätte es aber auch richtig in die Nase gehen, in die Hose gehen können. Puh. Und das bei so einem Wetter. So, jetzt erstmal schön regenerieren. Und dann suchen wir weiter ein bisschen Eisen. Huiuiui, bin ich jetzt fast vom Stuhl gefallen, du. Ach, regelt's. Ich wollte schon sagen, noch ein Fohlen, aber... Nee, nee. Der sieht auch so groß aus. Och, was ist denn hier in der Gegend los, sag mal? Was stimmt mit dem Viecher nicht? Ich meine, mit dem richtigen Bogen könnte man den vielleicht schon wegmachen, ne? Aber ich denke mal, mit der richtigen Taktik kriegst du das auch hin, wenn du dann hier hochkletterst. Der kann ja nicht krabbeln. Ah, da ist nochmal Eisen. Also ich hoffe, dass er nicht krabbeln kann. So, Inventar. Weg damit. 30 Stück. Nicht die Welt. Na, krabbeln wir mal hier hoch. Hier wird es doch bestimmt auch irgendwo ein bisschen Eisen geben. Wenn nicht, krabbeln wir halt noch einen weiter hoch. Geier? Ist wieder ein Geier. Mal gucken, wenn wir den jetzt hier so erledigen. Das ist kein Geier. Freund oder Feind? Okay, hat sie erledigt.
Spion war das. Ach, der hat hier bestimmt das Lager hier, hm? Großer Kämpfer warst du. Hast du irgendwas verloren? Ich glaube, das ist dein Arm. Und deine Würde. So, und Heimscheißer hier. Was hat der noch so dabei? Schön. So kann man sich natürlich seine Ausrüstung auch zusammenmogeln. Und, naja, nehmen wir mal mit. So, wie sieht denn... Grobe Tunika brauchen wir nicht. Wie sieht denn der hier aus? Der sieht schon recht ramponiert aus. Eine Gaskugel. Vielleicht kann ich ja irgendwie mit den Dingen hier, mit den Feuergebräu und was weiß ich, gegen diese... Ich nenne es einfach mal gegen diese Minibosse da vorgehen. Aber ich habe ja auch die Chance, dass ich mir quasi Leibeigene mache. Also Sklaven nehme, ne? Kann ich mit diesen Sklaven dann einen Krieg anzetteln? Also folgen die mir und kämpfen die für mich? Also als so richtiger Sklave würde ich mir denken, so kämpfst du einen Krieg alleine, wenn du stirbst, bin ich frei, weißt du? Ist das da unten was? Ich muss mir das mal angucken. Ein Stein. Sauber! Aha. Ach, da ist nochmal Eisen. Glück auf, werte Hasen! Warum liegt denn der hier so rum? Also diese Körperteile. Ich habe damit nichts zu tun. Grobe Tunika kann ich eigentlich auch rausschmeißen. Dann schauen wir hier oben nochmal. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal hier oben war. Kann ich ehrlich nicht sagen. Ich glaube, wir sind nach unten gegangen wegen der Hyänenbabys. Hm. Ne, und hier bin ich ja, glaube ich, schon mal hochgegangen, ne? Oder? Nee. Ich glaube nicht. Schauen wir uns hier nochmal kurz ein bisschen um, bevor wir dann den Rückweg antreten. Und ich schaufel mir nochmal schnell hier ein paar Insekten ins Gesicht. Du siehst auch schon wieder so groß aus. Och nö. Na komm mal ran. Kann ich auch zwei Waffen in die Hände nehmen? Ach nee. Leider nicht. Babyhyänen! Ach komm, wir nehmen uns noch eine mit. Aber zuerst muss ich hier Mami und Papi erstmal. Reingeschaufelt. Können wir uns sonst noch irgendwas reinschaufeln? Was ist mit diesem... Dieses Objekt kann nicht verschoben werden. Okay. Ich habe sonst nichts. Dann hauen wir uns das hier mit rein. Wo ist es hin? Wo ist das kleine Baby hin? Ich muss es retten. Oh. Hm.
dann geh doch. Ach, verdammt. Dann ist es weg. Gut, Freunde, und ich bin jetzt auch erstmal weg. Für euch ist die Zeit wieder um. Schluss, aus und vorbei. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs dabei sein und fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn wir dann in den, wenn wir uns hier in dem Gebiet noch ein bisschen umgucken nach Eisen. Und ja, mal gucken, was unsere Tierzucht da macht, ne? Bis zum nächsten Mal hier beim Lone Wolf Project. Und bis dahin, bleibt am Leben.